Einen wunderschönen Sonntagmorgen aus dem Landhaus Ettenbühl wünsche ich Ihnen heute. Ich stehe hier mal wieder ein bisschen alleine. Sie merken es, gucken Sie, ich habe den Selfie-Stick dabei und muss mir helfen. Wir hatten scheußliches Wetter die ganze Woche mit richtig viel Regen. Wir haben ein paar kranke Teammitglieder und ich muss heute einfach gucken, dass ich den Videocruise am Sonntagmorgen alleine mit Ihnen mache. Deswegen kleine Planänderung. Aber ich würde mich freuen, wenn Sie trotzdem Spaß dabei haben. Der Seppel ist auch schon mit dabei. Und wir werden zusammen einen kleinen Rundgang machen durch den Garten. Ich werde Ihnen die wunderschönen Hortensien Annabelle zeigen, die jetzt blühen. Herrliche Phloxe, ein paar Eindrücke aus dem Lavendelgarten und überhaupt, was der Garten im Moment so hergibt. Und meinen Lieblingsplatz um diese Jahreszeit, den zeige ich Ihnen auch. Und natürlich ganz kurz, zumindest am Rande, ich wollte ja heute ein bisschen mehr über Schädlinge machen, was uns die Spinnmilbe hier angetan hat. Aber ganz wichtig jetzt auch die diese Woche sind endlich die Rosenbögen gekommen. Hinter mir sehen Sie sie schon. Und da möchte ich jetzt auch erst noch ganz kurz Ihnen was dazu erklären. Ja, auf unsere Rosenbögen, die ja viel nachgefragt wurden, weil wir sie hier auch alle in den Gärten stehen haben, ob an unseren Durchgängen von der Yellow Brick Road runter zum Gemüsegarten und zur Fliederwiese oder eben auch als Trenner an unserem Hochzeitsgarten. Endlich sind sie wieder da. Es hat sehr lange gedauert. Wir sollten sie eigentlich schon im April oder Mai bekommen. Es sind sehr stabile Bögen, eben mit dieser tollen Flacheisenbiegung, was sehr Spezielles. Diese Bögen halten wahnsinnig viel Gewicht auch aus, also da können die Rosen wirklich auch schwer dran werden oder die anderen Pflanzen, die sie daran wachsen lassen. Sie sind galvanisiert, pulverbeschichtet, also da rostet nichts. Das ist wirklich eine Anschaffung für die Ewigkeit, kann einfach so im Boden verankert werden. Wir haben die jetzt einfach hier so reingesteckt, aber sie können da auch durchaus Punktfundamente setzen. Dann kann man das eben auch noch ein bisschen stärker verankern, aber so reicht es eigentlich. Sie haben gute 20 cm, die Sie da in die Erde reinbohren können und von daher sind die auch sehr schnell aufgebaut. Die kommen zerlegt in mehreren Teilen und können dann eben hier verschraubt werden. Die Schrauben haben Kappen, damit es dann eben gut aussieht und von daher ist das also wirklich ein tolles Produkt. Wir haben hier in der Infobox unten den Link dafür, selbstverständlich. Und Sie können natürlich auch bei uns im Online-Shop ansonsten schauen. Und Schädlinge hatte ich ja gerade schon angesprochen. Es ist wirklich, wir hatten hier auch einen ganz, ganz starken Befall von Spinnmilbe. Ich zeige Ihnen das mal gerade. Das passiert ganz gerne an sehr heißen Plätzen, sehr trockenen Plätzen. Und hier an der Wand ist es mal ganz schnell gegeben. Vor allem da neulich in dieser wahnsinnigen Hitzeperiode, wo es fast an 40 Grad dran ging. Und Sie sehen, dass das sieht überhaupt nicht schön aus. Innerhalb kürzester Zeit sind dann die Blätter wirklich, das Laub so ganz hellgrün, grau befallen. Man sieht diesen ganzen Milbenbefall und ja, was tun? Am besten natürlich einfach erstmal mit Wasser abspritzen. Spinnmilben hassen Wasser. Das ist eigentlich der beste Tipp, finde ich immer, wenn man noch nicht mit der Chemie dran möchte. Wir haben hier tatsächlich dann konventionell gespritzt, weil hier in Granny's Walk, das ist unser Eingangsbereich und vor allem, das kann sich natürlich dann ganz schnell massiv verbreiten im ganzen Garten. Das ist natürlich dann auch nicht so sinnvoll, wenn das hier eben auf der Fläche von ein paar Hektar und mit ganz vielen Rosen dann sehr schnell sich verbreitet. Da müssen wir natürlich dann auch sehr schnell reagieren. Also in dem Fall spritzen wir dann durchaus auch mal konventionell hier, um einfach zu intervenieren und das schnell in den Griff zu bekommen. Im Privatgarten können Sie aber tatsächlich gerade auch gegen die Spinnmilbe einfach mit einem harten Strahl Wasser ein paar Mal am Tag die abspritzen und dann können Sie damit eigentlich eventuell das Problem schon gelöst haben. Ja, aber jetzt gehen wir, oh, schau mal hier, wie schön die Landhaus-Eppenbühl noch blüht. Ist das nicht schön? Und können Sie sich erinnern, wann die angefangen hat zu blühen? Das war bereits im Mai. So eine einmal blühende Rose, doch wirklich was Tolles. Und schauen Sie mal, wie hübsch. Und später
fangen dann jetzt an, die Hagebutten sich zu bilden. Aber es ist immer noch hier eben bei uns ein sehr, sehr hübscher Blickfang. Gut, schauen wir mal, was in der Yellow Brick Road noch so los ist und jetzt blüht. Ja, das ist natürlich jetzt auch wunderschön am frühen Morgen. Schauen Sie mal hier, blüht der Phlox fröhlich vor sich hin. Dahinter die Mozart's Lady. Hier nochmal der weiße Phlox jetzt. Und schauen Sie, die Astranzien sehen immer noch sehr, sehr schön und ansehnlich aus, was ich neulich gesagt habe. Deswegen finde ich die so wunderschön und wertvoll hier im Garten. Hier der weiße Phlox jetzt in voller Blüte, auch wunderschön zu den Rosen. Es ist natürlich jetzt gerade sehr, sehr viel zurückgeschnitten. In diesen Wetterlagen, die wir ja jetzt momentan haben, ist es natürlich wirklich so, dass die Gewitter sehr, sehr heftig sind. Die Niederschläge wirklich sind flutartig. Wir haben riesen Glück bisher gehabt, dass uns der Hagel verschont hat und wir da also keine großen Schäden bekamen. Und Seppi macht sich hier auch gemütlich. Komm mit, Seppi. Aber es verblüht dieses Jahr alles sehr, sehr schnell und vor allem sehr gleichzeitig. Also Sie sehen hier bei uns, sind überall die Rosen jetzt schon zurückgeschnitten. Aber Sie sehen auch, und das ist das Wunderschöne daran, dass schon wieder ganz viele Knospen kommen und man sich dann quasi schon auf den nächsten Flor freuen kann. Also es ist jetzt so eine kleine Blühpause tatsächlich bei manchen Rosen. Natürlich nicht hier bei unserer wunderschönen Lady's Garden, die den ganzen Sommer durch wirklich so stark blüht und vor allem so wunderschön duftet. Und wenn wir jetzt hier in den Hauptgarten gehen, ich bin jetzt gerade auf dem Weg mit Ihnen zum Teichgarten, aber jedes Mal, wenn ich hier um die Ecke komme und diese Zellkoffer hier in der Gartenmitte sehe und diese wunderschöne Stimmung hier früh morgens im Garten, irgendwie geht mir da nach all den Jahren immer wieder jeden Morgen das Herz auf. Es ist einfach so, so wunderschön. Und jetzt schauen Sie aber mal, wenn wir hier um die Ecke kommen. Es ist doch auch so herrlich jetzt. Also mal abgesehen vom Seppel. Aber diese Annabelle ist jetzt mit den Funken. Das ist doch wirklich absolutes Gedicht in dieser Morgenstimmung. Und die haben wirklich total gut den vielen Regen jetzt weggesteckt. Okay, Sie sehen es, die liegen ein bisschen hier auf dem Weg, hängen sie ein bisschen über. Aber also ich bin echt erstaunt, wie toll die das alles weggesteckt haben. Und das ist wirklich ein absolutes Gedicht jetzt, wenn die gerade so herrlich am Blühen sind. Hier fangen jetzt überall natürlich auch die Hortensien schon an zu blühen. Hier drüben die Eichblatthortensien. Das sieht man dann, der Sommer schreitet langsam fort. Auch hier drüben am Sommerhäuschen. Ja, und von hier gehen wir doch jetzt einfach mal rüber in den Lavendelgarten. Im Lavendelgarten, da haben wir gerade den Rittersporn zurückgeschnitten. Da sieht es tatsächlich ein bisschen anders aus als bisher. Seppel kommt mit. Ja, Seppel sitzt da hinten gemütlich. Auch in Ordnung. Genau, da hat sich das Farbbild jetzt tatsächlich schon ein bisschen verändert, weil eben das ganze viele Blau des Rittersporns jetzt fehlt. Aber das sehen Sie gleich. Gucken wir da mal eben rein. Wunderschöne Stimmung. Es sind auch schon ein paar Hausgäste unterwegs, die hier so durch den Garten stromern am frühen Morgen und genießen, dass sonst noch keiner da ist. Ach, und bevor wir... Aber ich sehe gerade, bevor wir zum Lavendelgarten abbiegen,
möchte ich Ihnen noch kurz diesen Baum hier unten zeigen, an unserem Bed and Breakfast Haus. Apropos Bed and Breakfast, das ist eine Albizie, ein Seidenbaum. Und der ist so schön, über die Absperrung rüberklettern. Ups. Das ist nicht herrlich. Das ganz, diese wunderschöne Leichtigkeit. Und sieht natürlich hier ganz toll aus. Ist eventuell nicht überall ganz winterhart, muss man aufpassen, lassen sich da gut beraten. Aber ist natürlich wirklich ein so schönes Gehölz. Und hier bei uns direkt an unserem Bed and Breakfast House, wie Sie sehen, da ist das natürlich eben auch relativ geschützt im Winter. Hier laufen, glaube ich, auch irgendwelche Heizungsrohre. Von daher gibt es immer so ein bisschen Wärme mit ab. Genau. So, dann gehen wir aber jetzt tatsächlich zum Lavendelgarten. Und da ist jetzt dann noch jede Menge Arbeit angesagt. Der Lavendel, sehen Sie, der steht jetzt noch, aber den werden wir auch relativ bald jetzt dann auf Buschhöhe zurückschneiden, damit er dann nochmal ein zweites Mal kommt. Und hier sind die Rambler natürlich jetzt auch nach den Gewittern schon stark am Verblühen. Und da werden wir jetzt spätestens dann morgen reingehen und auch überall zumindest das ganz Verblühte schon mal zurücknehmen, damit dann möglichst schnell der nächste Flor entsteht. Aber Sie sehen hier sehr, sehr schön jetzt der Phlox überall, der richtig toll Farbe reinbringt. Und da fehlt der Rittersporn jetzt gar nicht so doll. Und hier sieht man dann ganz schön, hier ist überall zurückgeschnitten und es wird ganz gut vom Phlox dann auch abgedeckt und versteckt, teilweise zumindest. Und da sprießt er schon wieder nach, der Rittersporn, und ist dann bald bereit für die zweite Blüte. Und es war halt wichtig, dass wir das relativ schnell zurückschneiden nach der ersten Blüte. Hier schauen Sie mal hinter mir, da blüht noch einer, sehr, sehr schön. Und normalerweise wässern wir dann sehr, sehr stark, damit der möglichst schnell wieder nachwächst. Aber dieses Mal hat es tatsächlich der Regen für uns gemacht, weil es so wahnsinnig viel geregnet hat, dass wir gar nicht gießen mussten. Und von daher ist hier schon alles jetzt wieder schön am Nachwachsen. Also der Lavendelgarten wirklich auch jetzt ohne den Rittersporn absolutes Gedicht noch. Den werde ich Ihnen natürlich auch immer mal wieder zwischendurch zeigen, wenn dann der Rittersporn nach und nach wieder nachkommt. Ja, und von hier, von den vielen Blüten und den vielen Farben, die im Lavendelgarten noch sind, da möchte ich Ihnen jetzt noch was ganz anderes zeigen, und zwar einen meiner absoluten Lieblingsplätze, vor allem auch um diese Jahreszeit, wo man einfach total zur Ruhe kommt. Das kennen Sie auch, wenn es einmal hier steht und man gerade echt ein bisschen irgendwie ausspannen muss und seinen Frieden und sich selbst wieder so ein bisschen finden. Und da gibt es einen Platz hier im Garten, den ich dann ganz besonders gerne mag, und den möchte ich Ihnen gern auch noch mal zeigen. Ja, und Sie ahnen es schon, es geht in den runden gelben Garten. Und schauen Sie mal, ist das nicht eine herrliche Morgenstimmung jetzt auch? Aber dieser Garten, egal, nachmittags, mittags, der hat immer eine derartige Ruhe. Und ich finde, in diesem Garten sieht man eben auch so wunderschön, wie wichtig und wie toll Laub ist. Und dass es gar nicht immer unbedingt Blüten braucht, um hier einfach einen schönen Garten zu haben. Der Seppel versucht schon mal an der Linde hochzuklettern. Hier in der Mitte das Gras, das schreibe ich Ihnen nachher noch dazu, das ist irgend so ein japanisches Gras, da fällt mir der Name gerade nicht ein.
Aber der Seppel findet es auch sehr schön da drin in diesem Gras. Aber eben, was ich Ihnen damit zeigen möchte hier, ist eigentlich, es braucht nicht immer Blüten. Es braucht gar nicht immer wahnsinnig viele Farben. Alleine durch diese wunderschönen Blatttexturen, durch die Laubfarben, hat man so eine tolle Anmutung und einfach hier gerade in diesem Garten auch so eine herrliche Ruhe. Und manchmal ist das einfach ganz, ganz besonders wohltuend. Der Baumstamm hier, an dem der Seppel sich gerade schon versucht hat, ist geweißelt. Sie sehen das hier sehr schön, weil Licht- und Schattenspiel auf dem weißen Baum natürlich viel besser zur Geltung kommt, auf dem Stamm. Und weil auch aus der Distanz, wenn Sie jetzt dort hinten ganz in der Ferne die Bank sehen, wenn man dort sitzt, das ist fast am Teichgarten, und hier runterschaut, den Peonienweg entlang, dann hat man natürlich eine ganz andere Anmutung, wenn man diesen etwas geweißelten Stamm sieht, weil das unheimlich viel Licht und Interesse und Helligkeit hier in den Garten bringt und von daher einfach dann ein richtig schöner Blickfang ist. Ansonsten würde man doch ziemlich in den dunklen Garten gucken. Ja, das ist wirklich einer meiner Lieblingsplätze hier, vor allem im Sommer, wenn ansonsten so wahnsinnig viel an Farben und an Überschwang und an Üppigkeit und so weiter in den Gärten los ist. Und manchmal hier dann zu sitzen, das ist sehr, sehr, sehr wohltuend und von daher eben einer der richtig tollen Bereiche, eben der auch einfach zeigt, es braucht nicht immer Blüten und wie wichtig Laub ist und wie viel man damit machen kann. Ups, jetzt stolper ich hier fast über den Seppel. Ja, und dann gehen wir nochmal runter zum Wassergarten, damit Sie jetzt sehen, wie es da momentan noch aussieht. Auch da haben wir schon richtig heftig zurückgeschnitten. Auch hier die kleinen Hecken aus Rose de Meaux und Pompon de Bourgogne sind jetzt schon schön wieder in Form geschnitten und sehen sehr ordentlich und akkurat aus. Birnen werden langsam schon reif, gucken Sie mal. Ganz toll jetzt momentan auch hier die Farbe von der Rotbuchenhecke, die wirklich fast leuchtet. Das ist natürlich toll an dem vielen Niederschlag jetzt momentan, dass wirklich alles unglaublich proper und prospernd ist. Wirklich toll. Ja, und hier an den Beeten im Wassergarten, da sehen Sie jetzt tatsächlich ganz schön, dass sehr viele Rosen jetzt bereits zurückgeschnitten sind. Dominierend im Moment jetzt hier die Clematis auch, bis die Rosen dann halt wieder richtig dolle nachtreiben. Ich meine, es sind immer noch sehr viele, die jetzt auch noch am Blühen sind, aber so der erste große Flush, der ist tatsächlich vorbei. Aber es bilden jetzt sich jetzt schon wieder wahnsinnig viele Knospen überall. Das heißt, es geht also sehr zügig dann auch wieder weiter. Und wenn man natürlich das Verblühte ständig ausschneidet, dann geht es natürlich besonders schnell auch wieder weiter. Ja, was machen wir noch im Moment? Also vor allem jetzt nach diesen starken Regenfällen. Klar, das Zurückschneiden hatte ich schon erwähnt. Es wird jetzt ganz, ganz stark wieder gedüngt mit unserem organischen Dünger. Gerade wenn jetzt eben diese sintflutartigen Regenfälle kommen, die waschen natürlich viel aus dem Boden auch wieder raus. Da muss wirklich gut nachgedüngt werden, konsequent nachgedüngt werden. Wir spritzen extrem konsequent momentan auch gegen die Pilze wieder mit dem Plant Health. Und Schädlingsbefall, wie gesagt, das machen wir dann ein anderes Mal, wenn ich wieder jemanden habe, der die Kamera hält und nicht mit dem Selfie-Stick unterwegs bin. Und ja, wir gucken eben auch jetzt, dass wir hier im Garten dranbleiben. Es ist natürlich toll mit dem vielen Niederschlag einerseits, viel, viel besser, als wenn es so eine brütende, beratende Hitzewelle ist.
Aber auf der anderen Seite sind es natürlich viele andere Herausforderungen. Es ist ein massives Schädlingsjahr, lassen Sie sich nicht aus der Ruhe bringen. Ja, und jetzt bin ich hier in John Scarmans Gärtnerei mit seinen Rosen. Sie sehen es hier im Hintergrund. Letzte Woche das Video mit dem Hybridisieren, mit der Rosenzucht in Johns Hexenküche. Das kam sehr, sehr gut an. Und wir haben uns überlegt, was wir denn nochmal diesen Sommer für Sie machen können, außer eben Johns Rosensorten vorzustellen. Und haben uns gedacht, es ist wahrscheinlich auch super interessant, mal zu sehen, wie die Rosen vermehrt werden, wie die okuliert werden. Und das werden wir höchstwahrscheinlich in der nächsten oder in der übernächsten Woche Ihnen auch dann nochmal zeigen, wenn der John da ist. Heute sage ich einen schönen Sonntag Ihnen allen. Genießen Sie ihn und dann bis nächste Woche wieder. Hoffentlich dann mit ganzem Team und Verstärkung. Der Seppel, der ist mir abhanden gekommen. Der kann Ihnen nicht mehr Tschüss sagen, aber ich umso herzlicher. Haben Sie einen schönen Sonntag. Bis dann. Tschüss.